Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Schism. Es geht weiter hier. Ja, wir waren jetzt hier gerade erstmal mit dem Kollegen ja unterwegs in der ersten Folge und kommen da aber erstmal nicht mehr weiter. Zumindest wüsste ich jetzt gerade nicht, wie oder was oder wie. Ne? Also, wir können da erst wieder mit der Bahn zurückfahren, aber ich denke nicht, dass uns das viel bringen wird. Hat sich das hier gerade... Das ist doch jetzt andersrum hier. Das geht hier in die Leitung. Das scheint jetzt von dem Ballon hier zurückzugehen, oder? Ja, wir müssten halt wissen, welchen Hebel wir da ziehen müssen, dass es dann richtig läuft, ne? Ja, da kommt dann immer das. Das klappt sich da irgendwie nach oben und dann wieder nach unten. Und jetzt hat sie es wieder verdreht hier. Nee, ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Okay, ich würde mal erstmal zu ihr wechseln. Ja, bei ihr sind wir ja noch am Startpunkt hier. Da haben wir gar nicht groß was gemacht. Wir sind ja da gleich gewechselt. Einmal Rundumblick machen hier und ja, also wir machen da so eine kleine Fahrt wieder hier, ne? Eine Kamerafahrt. Sam, hier ist Hannah. Kannst du mich hören? Okay, ich zeichne auf und schalte auf Wiederholen, bis du die Nachricht bekommen hast. Ich bin sicher gelandet. Meine Koordinaten sind 42872 bei 4226 nördlicher Breite und 5618 westlicher Länge. Wie es aussieht, bin ich in einer Stadt gelandet. Sie scheint aus einer Art organischer Schiffe zu bestehen, die auf dem Meer treiben. Es ist überwältigend. Alles scheint völlig verlassen zu sein. Ich werde mich jetzt mal ein bisschen umsehen, wie ich von hier aus zur Basis 1 kommen kann. Grand Ende. Okay, also sie ist ganz woanders, sozusagen mit Meer hier und so weiter, ne? Und er ist ja irgendwo im Himmel, irgendwo fliegt er da rum hier. Und sie haben aber beide keine... kein Funkkontakt miteinander hier. So, hier kann ich einfach mal rumgucken. Naja, gut, da gehen wir einfach mal weiter. So, hier gibt es sogar Palmen. Oder irgendwas, was danach so ein bisschen ausschaut. Ja, hier wieder eine Bank, da kann man sich wieder hinsetzen, kann gucken. So, das da drüben sieht nach Ende im Gelände aus. Wir gucken aber erstmal hier ein bisschen rum. Ja, Glück gehabt, dass er da gelandet ist, ne? Auf dem festen Untergrund. Nicht im Wasser. So, ich gehe erstmal da lang. Okay, hier ist wie so ein Anlegesteg hier. Bringt mir natürlich nichts. Und da, wo ich draufstehe, ja, das kann ich nicht angucken. Gut, dann gehen wir mal zurück. Man muss ja erstmal alles ein bisschen angucken, um vielleicht später sich dann Reim aus dem Ganzen machen zu können, ne? So, weiter geht's. Aha, fliegende Fische gibt's also auch. Das ist eine Drehplatte, da bleibt mal wieder stehen, okay. Dann können wir ein bisschen rumgucken. Wir nutzen die Möglichkeit natürlich auch, da ein bisschen zu gucken, ne? Aber... Zumindest ich sehe da nicht viel, dass da was ist. So, jetzt geht es hier mal nach oben gleich. Ah, hier bleibt man auch nochmal stehen. Ja, das sieht ja alles immer so ein bisschen aus wie so kleine Örtchen, die auf dem Wasser eben sind. Ne? Oder so Felsenburgen. Na, dann gehen wir hier mal hoch. Was haben wir denn hier? Was ist das? Sam, hier gibt es optische Effekte. Ja, das haben wir mal als er schon auch schon, ne? Ja, aber es ist halt hier Spielerwissen und eben nicht Charakterwissen, ne? Das, was ich weiß, das weiß der andere Charakter hier natürlich nicht. So, diese komischen grünen Pinöbel-Dinger da, die kann ich nicht angucken. Ich kann nur hier wieder runterlaufen.
Warte mal, aber ich kann... hier nach oben gucken. Okay. Gehen wir mal hier weiter. Was anderes können wir nicht machen. Da. Was haben wir denn hier? Das ist ja so ein Bienenkorb daneben, ja. So, da sind Gefäße, okay. Das kann man nicht anklicken. Kann man auch wieder rumgucken. Das ist ehrlich so ein bisschen organisch. Und hier haben wir einen Raum, wo wir rein können vielleicht. Da hat hier jemand seine Wäsche aufgehängt. Und das könnte wie so ein Brunnen sein hier. Da kann ich... Ne, da kann ich nicht hin, ne? Kann hier nur... Ja, ich kann hier nur schauen. Also in den Raum kommen wir dann nicht rein hier oder nicht hin. Da können wir weiterlaufen. So, das sind Sitzkissen hier auf, für die Bänke. Was haben wir denn hier? Ein Logbuch von einem der Forscher. Aha. Tomlin. Es enthält noch zwei Einträge. Ah, gleich zwei. Schön. Der 97. Tag, 9.20 Uhr. Ich bin noch auf Schiff 1. Harmon und Della sind verschwunden und von den anderen auch keine Antwort. Travis ist auf Basis 2. Er sagt, sie sei bald wieder funktionsfähig. Er meint, wir sollten alles auf Basis 1 verlegen. Und Angela hat wohl etwas Interessantes in den Tunneln entdeckt. Tag, 13.52 Uhr. Keine Spur von Travis. Jetzt bin ich wohl dran. Wer auch immer diese Nachricht findet, sie sollten diesen Planeten sofort verlassen und auf der Erde Bericht erstatten. Unser Team wurde von 92 auf 14 dezimiert. Wir haben zwar Theorien entwickelt, aber im Grunde genommen sind wir keinen Deut schlauer als bei unserer Ankunft. Die Effekte sind schlimmer geworden und auch die Zahl der Geistererscheinungen ist höher. Wir haben keine Erklärungen. Ich weiß nicht, was Angela im Tunnel gefunden hat. Sie hat immer gesagt, das Beste, was wir tun konnten, war, unsere Basis in dieser alten Stadt zu errichten. Sie hat wochenlang die Inschriften untersucht. Ich bin dran, das ist Fakt. So erfahre ich wenigstens, was den anderen passiert ist. Hm. Okay. Effekte? Geister? Ich frage mich, ob das die Erscheinungen sind, die ich gesehen habe. Hm. Es scheint, als hätte es sie einen nach dem anderen erwischt. Ja, von 92 Leuten auf einmal ja ganz wenige nur noch. Ah, das ist ja schon merkwürdig. Hm. Was ist hier passiert? Und warum ist es passiert? Das ist ja immer dann die Frage, ne? Ah, wartet mal. Ah ja, das ist eine große Urne hier. So, wir können doch hier weiterlaufen. Was ist denn das? Warte mal. Können wir da? Ne, da können wir nicht, okay. Können natürlich wieder schauen. Ja, dann gehen wir mal an das Ding hier hin. Ah, das ist ein Liftknopf. Okay. Ja, es gibt doch noch eine Möglichkeit hier in den Lift rein, oder mal. Lass mal untersuchen den Lift hier. Da nach unten kann er nicht fahren, oder? Ah. Okay, ja, nach unten geht's nicht weiter. Nur nach oben. So. Jetzt mache ich es aber gleich mal so. Ich guck mal, ob der noch eine Etage höher fährt. Nee. Also der hat nur sozusagen zwei Stockwerke, wenn man so will. Oben oder unten. So. Da kommen wir hin. Da ist hier eine Apparatur. Ah, hier kommt auch so eine Gondel. Okay. Ja, eigentlich wollte ich da jetzt nicht einsteigen, aber ja, gut, das Spiel lässt mich nicht anders.
Ich mag das nicht, wenn das Spiel mich bevormundet hier. Na gut, wir können ja wieder zurückfahren. So, hier sind Fackeln. Und hier können wir da hochlaufen, okay. Ich meine, gut, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir jetzt uns auch mehr komplett umschauen, ne? Ganz klar. Da ging es hier noch irgendwie. Ne, hier geht's nicht weiter. Okay. Dann wird man wohl doch hier hochlaufen. Da ist ein fliegender Fisch. So. Ja, den Weg hier hoch. Okay. Was können wir hier angucken? Dass das hier organisch aussieht, oder? Wie Schuppen hier. Oder kann ich hier, muss ich da ein Muster mehr merken, oder? Ja, diese komischen Stacheln hier, da sind einige nicht ausgefahren, oder? Oder ist das hier irgendwie... Ich weiß es nicht. So, da gehe ich wieder zurück. Da gehe ich aber erstmal wieder hier weiter. Was ist das? Was ist denn das hier für ein Apparat? Das kann ich jetzt auf die Dinger hier gucken, okay. Kann ich aber nichts machen. Nee. Da brauchen wir vielleicht noch irgendwie was. Also der steht jetzt ganz hier drüben. Ich habe gedacht, man kann sich das hier angucken. Aber okay. Da können wir nichts machen. Ja, dann sind wir hier vorläufig fertig. Dann können wir erst wieder zurücklaufen. Weiter zurück. Naja, da geht es automatisch wieder hier runter. Ja, hier ist man halt schon sehr begrenzt in seinem Handeln. Also man kann nicht alles überall frei rumlaufen oder angucken. Da wird hier schon so ein bisschen geführt, ne? So, da holen wir hier das Schiff wieder. Ja, das muss ja hier eine fremde Spezies gebaut haben, hier alles, ne? Ja, und da wird jetzt in diesen Logbüchern immer von Basen geredet, wo hier, wo sie sie anscheinend errichtet hatten. Ich weiß, ich kann hier wieder nach oben gucken. Aber das mal hier lang. Huch. Was ist das für ein Insekt? Na, hier geht's lang. Irgendwie komme ich gar nicht ins Gebiet. Hier leben doch Leute. Aber wo sind sie? Ja, vielleicht lebten hier mal Leute, ne? Ja, wir kommen ja auch nicht in die Gebäude rein. Das geht ja nicht. So, hier kommen wir nach innen. Ist das auch ein Fahrstuhl? Weiß es nicht. Erst mal hier lang. Ach, da ist auch noch eine Brücke. Okay. Warte mal, kommen wir da hin? Das ist ein Besen. Ne, also wir kommen hier nicht in die Türen rein, in die Gebäude. Gehen wir hier hoch. Ich höre Insekten. Ich hasse Insekten. Sind das hier Bienen oder einfach nur Brummfliegen? Nicht, dass mich da gleich was totsticht oder so. Ja, das ist ein Klopf, aber irgendwie klopft der nicht wirklich, ne?
Okay, hier ist... Das ist eine Art Zahlensystem hier. So wie keilmäßig hier geschrieben. Das soll wohl ein Füllstand sein, oder? Ja, das sieht ein bisschen aus wie römisch hier. Römisch 1, 2, 3 oder so. Wohl möglich muss ich mir das aufschreiben, wie der Flüssigkeitsstand hier ist. Ja gut, ich werde mir das ganze System hier mal... Also hier, Dreiecke hier. Ja, im Prinzip ist es ganz einfach, nur wenn es dann hier über 4 hinausgeht, wird es anders. Ja, dann haben wir hier so einen Strich. Da, das sind dann mit 2 Zacken dran. Das 1, 2, 3, 4, 5. Vielleicht geht es auch von unten nach oben, ich weiß es nicht. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Dann haben wir hier das und das. Das ist dann so. Das sind im Prinzip schon 5. Dann haben wir hier, das ist dann da 6. Eben. Ja gut, und hier unten, wenn das nur ein Strich, dann wird das hier 8. Und das andere 2 Striche. 9. Den Null gibt's nicht, oder? Naja, gut. Und der steht jetzt bei... Wenn wir 1, 2, 3, 4, 5... Ne, Quark. Was mache ich denn jetzt? 1, 2, 3, 4... Na, es gibt doch eine... Aber es gibt doch eine 0, wenn das unten dann eine 0 oder eine 10, weiß ich noch nicht, oder anders gerechnet, dass der eine Strich eine 0 ist, oder auch nicht, das weiß ich alles nicht so genau. Ich meine, jedes Spiel hat ja immer so ein bisschen ein Zahlensystem oder so, ne? Und wir stehen jetzt hier bei dem Doppelten. Da eigentlich, ja, in meinem Fall wäre es jetzt die 5. So, da steht die Flüssigkeit. Ja, soll das hier der Nektar oder was sein? Hier kann ich nichts machen. Nö, ich kann hier nichts machen. Nur das angucken. Okay. Irgendwie, nee, da kann ich auch nichts, ne? Ja, müssen wir wieder runter. Okay, will ich zuerst da die Brücke rüber, wenn das geht? Oder kann ich da nur gucken? Ja, nee, das geht gar nicht. Das ist gar keine richtige Brücke. Die ist, nicht vollständig. Dann hat sich das schon erledigt, die Option. Da fliegt da wieder so eine Biene oder was. Dann gehen wir mal hier rein. Hat das auch noch einen Fahrstuhl. So, der geht anscheinend nur nach oben jetzt. Wäre ich an dem Handsymbol. Gucke ich natürlich auch gleich nochmal hier, ob ich da noch weiter hochkomme. Ne, komme ich nicht. Aber ich werde irgendwie immer nervös, wenn ich so Summen höre. Also die kreisen hier um das Zeug rum und da ist so eine grüne Suppe hier, okay. So, hier ist eine vollständige Brücke.
Aber gibt's hier noch irgendwie was? Na, das kann ich mitnehmen. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber... ich habe eine Idee, was es sein könnte. Oder dass wir das irgendwo einsetzen können. Naja, so ein komischer Fisch hier, oder was? Dann können wir... Warte mal, hier geht's nach unten und da geht's nach oben. Oder ist das hier auch kaputt? Nee, das ist ganz. Okay. Dann gehe ich erstmal da hoch. Ah, da können wir uns wieder umschauen hier. Weiter geht's. Es ist so still. Ja. Keine Anzeichen von Zerstörung oder Gewalteinwirkung. Eine komplette Stadt, Sam. Und ich glaube, sie besteht wirklich aus lebenden Schiffen. Ja, aus organischen Sachen halt, ne? Aber was ist das hier? Das können wir nicht anklicken, okay. Ja, wir kommen halt aber auch nicht in die Gebäude rein, ne? Also hier komme ich wieder gar nicht weiter. Nö. Das hat mir jetzt gerade viel gebracht, hier hinzugehen, oder? Hier komme ich weiter. So, da fliegt wieder eine Biene. Da hängen Fische. Also hier kommen wir noch weiter hochgelaufen. Müssen die Tafeln finden. Sie wurden zerstreut, damit wir nicht nach Bosch zurück können. Koordinaten, mit denen man die lebenden Schiffe steuern kann, aber sie verändern sich andauernd. Die alten funktionieren nicht mehr. Sie müssen finden die neuen Koordinaten. Bitte helfen Sie uns. Wir sind eingeschlossen. Eingeschlossen, sagte er. Und absichtlich zerstreut. Sie wurden gestoppt. Was geht hier bloß vor? Irgendwer scheint ja wohl seine Finger hier im Spiel zu haben, ne? Ja, Tafeln müssen wir finden. Und wir sollten es, wenn sich das System aber ständig ändert, dann hat man nie einen Anhaltspunkt. Ist ja ganz blöd. So, der Brunnen hier, der funktioniert. Haben wir hier was? Was ist das hier? Kann ich das hier reinstellen? Also, da kann ich nichts machen. Ja, vielleicht kommt da ja noch was rein. Oder kommt hier irgendwie was? So, ja, es ist echt limitiert hier, was wir da machen können, ne? Wir können nicht in Gebäude rein. Ich würde ganz gerne in Gebäude reingehen. So, hier ist eine Treppe. Ja, und dann, wenn wir wieder unten sind, dann können wir ja da noch über die Hängebrücke drüber. Habe ich nicht vergessen. So, was haben wir denn hier Schönes? Das sind Einstellmöglichkeiten. Warte mal, manche haben 4 Einstellmöglichkeiten, manche nur 3. Oder 2. Hä? Ah, da hüpft irgendwas rum. Vielleicht müssen wir gucken, dass es hier am Ende ankommt. Aha. Okay. Ich muss rausfinden, wie der Code richtig läuft hier, oder? Ah, das sah ja jetzt ganz gut aus hier.
Ah, das war falsch, oder? Nee, also es hat sie noch nicht zurückgestellt. Ah, jetzt war es anscheinend verkehrt, oder? Hm. Ich weiß es halt nicht. Der springt einmal ganz zurück. Das ist das dritte. Warte mal. Das kann ich dann nicht nochmal drücken. Ja, ich muss irgendwie die richtige Kombination rausfinden hier. Ich weiß nicht, ob die irgendwo steht oder ob ich die einfach rausfinden muss. Durch raustüfteln, ja. Das sieht so wieder drei zurückhüpft hier. Das geht gar nicht. Ich habe keine Ahnung, was es soll hier. Da hüpft er wieder zurück. Jetzt ist er wieder ganz zurückhüpft. Hm. Also das war ja eigentlich gar nicht mal so schlecht hier. Ja, da geht er zurück hier wieder. Und da ist jetzt auch wieder ins erste rein. Ja, und das ist auch nicht richtig. Geht da wieder zurück. Das war generell irgendwie verkehrt. Jetzt ist übrigens das erste geküpft. Das ist... Das hier vielleicht. Haben wir hier noch zwei, ne? Das ist aber wieder ganz zurück hier fast. Nee. Nach welchem Muster funktioniert das Ganze hier? Na, da hüpft's vier nach vorne. Und da einer zurück. Na, das ist da wieder ganz viel nach vorne. Ich muss schaffen, dass es hier landet wahrscheinlich. Aber wie mache ich das? Ich glaube, dass das hier gar nicht mal verkehrt ist. Einer. Ja, das macht halt keinen Sinn hier, dass man da... Oder wartet mal, vielleicht können wir das so schaffen, dass wir den einen, dass wir das mal so machen. Dann machen wir den einen. Warte mal, ist das jetzt wieder nach vorne geküpft? Ich bin mir gerade nicht sicher.
Ah, es ist wieder nach hinten geküpft jetzt hier das Ganze. Nee, also so geht's auch nicht. Welchen hatte ich jetzt? Nehmen wir nochmal den hier. Also da hüpft er auch ein weiter. Nee, das ist dann wieder falsch. Wenn ich den mache, ist es gleich falsch, ne? Ja, dann geht er gleich zurück. Okay. Ja, ich habe 2x4 hier. Das sah ja gar nicht mal so schlecht aus. Einer zurück und welche jetzt 3. Ah ne, der geht wieder zurück. Was soll denn der Quatsch? Mist. Ah, nochmal den. Okay. Dann mache ich mal den. Ich glaube, das war richtig. Ja, das hat funktioniert. Jetzt bleibt es nämlich so. Ha, ich habe es rausgeknobelt. Weil viel Kombination hat es ja nicht mehr gegeben, ne? So, jetzt können wir da an der Blüte sozusagen unseren Preis holen. Oder die Tafel oder was immer das sein soll. Ich schätze mal, dass es eine Tafel ist. Ja, genau, das ist es. Du musst es sehen. Sag mal, was soll denn das hier mal, diese komische hier? So, gucken wir mal. Ja, hier haben wir eine Tafel. Was? Moment mal, da ist durchgestrichen. Okay. Da mache ich mir am besten auch wieder ein Bild von. Von der Tafel. Ja, wenn man es nicht mitnehmen kann, was natürlich blöd ist, aber okay. Da die 2 ist markiert. Dann marschieren wir hier wieder runter, würde ich sagen. Warte mal. Kann man hier irgendwas machen? Nee, kann man nicht. So, jetzt haben wir noch die Hängebrücke. Das machen wir jetzt auch noch fertig. Wie komme ich zur Hängebrücke? Ah ja, noch ein weiter runter, ne? Und den Dingern kann ich auch nichts machen. Das sind ja auch nur Beleuchtungseffekte oder Lichter. Nehme ich mal stark an, dass es schöner aussieht, alles. So, dann... Hier, da ist die Brücke. So, einmal ganz rüber, wenn es geht. Jawohl. Ah, und da ist eine Treppe nach unten. Ah, da irgendwas zu sehen, was Besonderes? Nö. Ja, man meint gerade, hier geht die Sonne unter oder auf. Man weiß es nicht, aber es sieht eher aus wie Untergang. Hier kann ich... Hä, warum ging das jetzt gerade nicht gucken? War der Fisch da wichtig?
So, hier ist zugenagelt, okay. Na, hier geht's weiter eine Treppe runter. Na, da wurde auch wieder kurz übergeblendet, okay. So, wo führt denn das hin? Zu einer weiteren Brücke. Okay. Ach, und die, das ist die, wo kaputt ist. Ach so. Warte mal, kann man da irgendwas machen? Nee, kann man nicht. Was hat uns das jetzt überhaupt gebracht? Dann einmal da außen rum und dann doch nichts machen können. Das ist doch mal blöd, oder? Was soll man da irgendwas Besonderes sehen oder so dann von da aus? Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Können wir den ganzen Weg wieder zurückhatschen. Das ist doch mal wieder Walking Simulator pur, ne? Walking Simulator of his best. Ja, dann haben wir nur noch die Option mit diesem Behältnis hier. Ja, müssen wir erstmal hier wieder zurücklatschen. So, sicherheitstechnisch ist das Ganze hier auch nicht gebaut, ne? Also man kann hier oft, wenn man das, wenn man blöd läuft, können wir runterfallen. Ja, dann muss man halt so laufen, dass man nicht runterfliegt, ne? Ganz einfach. Gut, Leute, ich würde sagen, an der Stelle werden wir mal einen Cut machen wieder. Ich sage erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr natürlich wieder beim nächsten Mal. Tschüss, sagt euer Lego.